Party Hard. Pinocchio. Tiny Build. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Party Hard, ein ganz anderes Stealth Game, das man so kennt, denn wir sind ein Massenmörder und müssen probieren, wirklich jeden irgendwie umzubringen. Ich bin ein bisschen arg laut, wie ich hier sehe. Und ja, es ist eigentlich recht einfach, wenn man es mal so gespielt hat. Wir schauen mal rein. Vielleicht kann ich es euch also erklären. My name is Inspector John West. I was... Take your time, Mr. West. Deep breaths. You want a drink? Whiskey. Hold the rocks. Hold the rocks? Hilarious, Mr. West. Fuck you. My name is Inspector John West. I was the officer in command on the Party Hard killings. Can you describe to me exactly what the Party Hard killings were? They were a series of murders strung across the U.S. during the autumn break of 2000, exclusively taking place in and around house parties, rooftop parties, cruise parties, you name it. This guy was there, stabbing his way through the crowds. And what was the motive, Mr. West? This guy... he just wanted some peace and quiet. Maybe you should start from the beginning, Inspector. It might give us a better idea of where this all went so wrong. Okay, also schauen wir rein ins Tutorial. Es ist eigentlich ganz einfach zum Kapieren. Das heißt, wir schleichen uns an. Da steht ja keiner, schaut uns zu und tack. Natürlich geht es auch ganz anders hier am Grill. Ja. Die stoßen wir einfach mal herein. Jetzt ist er ein bisschen aufgeregt. Müssen wir natürlich ein bisschen gucken. Er geht wieder ran. Er steht auch wieder dran. Guckt keiner. Einmal umstechen. Und jetzt noch den letzten hier. Zack. Und damit können wir selber jetzt Party machen. Party! Okay, dann probieren wir das Level Nummer 1 aus. Wir sind jetzt hier auf einer, ja, hier Barbecue-Party, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Host-Party, eine recht schöne. Unsere einzigste Aufgabe ist es jetzt hier alle umzubringen, was nicht ganz einfach ist. Das Pferd war's. Weil die Leute rennen halt immer schnell zu den Telefonen hin, dann kommt die Polizei. Und wenn wir dann irgendwie in der Nähe standen, dann weiß natürlich jeder, wir waren der Mörder. Okay, wir können alles Mögliche hier machen. Jetzt vergiften wir einmal hier die Bowle. Dann machen wir den noch ein bisschen kaputt hier. Und zack, Ofen ist explodiert. Und wir sollten natürlich nicht in der Nähe sein, wenn der eine jetzt dann auch gleich hier in der Vergiftung stirbt. Ach, coole Mucke. Lass mich auch mal mittanzen. Ne, da sind zwei Besoffene. Da kotzt doch einer hier hinten im... Okay. Okay, die zwei sind schon mal weg. Und dann kümmern wir uns um den hier. Okay. Okay, der Falsche wurde verhaftet. Wir müssen jetzt noch irgendwie gucken, wie wir hier rauskommen. Da kommt schon die Ambulance, die wurden schon gesehen. Das heißt, wir können hier schon mal rausgehen. Die Bowle ist immer noch am Brodeln. Da wir können noch mal das Pferd machen. Zack. Wieder kommt die Polizei. Und da unten die Nerds kommen. Die kriegen wir doch. Da müssen wir aufpassen. Hier ist eine Fensterscheibe drunten. Schnell wieder raus. Ich war's nicht.
Oh, den können wir auch noch manipulieren. Und der da draußen? Oh, wir haben den Polizisten getötet. Aber langsam bricht hier auch ein bisschen Panik aus, oder? Oh, da müssen wir aufpassen. Die können wir jetzt gerade nicht hier. Komm, geht rein. Es gibt nichts. Oh, bei Spaß. Ich nehme sie einfach mal mit. Lülülü. Ich trage sie nur zum Mülleimer, denn wir wollen Wildliebe machen. Na toll, jetzt steht sie auf. Na! Ah! Na, lieber nicht. Okay, können wir den da hinten vielleicht noch? Das gibt's doch nicht. Okay, irgendwie kommt die... Ach, stimmt, die Polizei ist ja tot. Und deswegen kommt niemand und bringt die alte Leiche weg. Und die anderen sind hier natürlich mega aufgeregt. So, was können wir denn noch? Wo ist denn einer, der ein bisschen abseits steht? Da können wir nichts machen. Das sieht die durchs Fenster. Ah, da hinten in dem Raum sind sie jetzt drin. Oh! Ich habe nichts gesehen. Ganz schnell flüchten. Nur nicht mit ihnen in Verbindung gebracht. Ich sehe noch einen. Ich auch. Oh, da sind so viele in der Nähe. Ah, jetzt kommt wieder die Polizei. Jetzt wieder schnell in der Menge verstecken. Komm, 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 komm. Okay, sie bringen alle. Was? Nur wegen dem einen sind sie jetzt gekommen? Really? Das Pferd. Ach, Krankenwagen kümmert sich um den Rest. Hallo? Oh, oh, oh. Hat er was gesehen? So, was ist mit euch beiden hier? Okay, die sind hier schon. Wie, du willst kuscheln? Na toll, drei drin. Der kommt jetzt auch gleich hier rein. Ach, die hier? Ah, komm! Ach, das ist doch perfekt hier. Zack, und ab in die Eistruhe. Da findet sie nie jemand. Der hier auch. Zack, und ab in die Eistruhe. So, der nächste. Na, da kommt John West hier. Wo will der hin? Na, das kriegen wir nicht hin. Da gehen wir lieber raus. Oh Gott sei Dank, das war echt knapp. Okay, hier. Was ist mit den zwei hier? Oh, der steht allein dran. Komm. Oh, schnell flüchten. So, wie viel brauchen wir denn noch? 28 haben wir schon. Von 47. Wieder schnell hier reinstehen. Können wir hier noch irgendwas machen? Die Boxen kann man meistens auch immer so ein bisschen. Okay, da sind langsam alle tot. So, was? Du willst Liebe? Hier bekommst du Liebe. Hier, da hinten, komm. Ja, wie sehen die denn aus?
Na. Okay, da flüchten wir doch lieber. No, schnell raus, 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 raus. Oh, das war knapp. Okay, die lassen wir erst mal hier entfernen. Dann können wir da drüben wieder in den Computerraum. Na. So. Dass die nicht misstrauisch werden, wenn die hier 20 Mal an einem Abend irgendwie gerufen werden. Okay. Hallo, wir sehen uns auf der Toilette. Okay, das Pferd ist auch wieder da. Dann können wir hier einmal die zwei. Da kommt schon wieder die Polizei. Das ist unglaublich. Ja, den pack mal ein. Den pack mal ein. Und... Ja, Party wird auch immer schlechter, oder? Hier, der DJ muss sich ja echt fragen, hier so. Immer weniger Leute tanzen hier, spät am Abend. So, was machen wir denn mit denen jetzt hier? Da draußen stehen zwei. Keiner mag Clowns, komm. So, da schläft einer. Kriege ich den hier irgendwie weg? Ach, irgendjemand wird gleich am Pferd vorbeilaufen. Komm, Cowboy. Jawohl, zwei liegen dran. Okay, am besten hinten zum DJ. Komm, spiel mal hier andere Mucke. Okay, jetzt wird's nur noch... Wir haben noch 8 Stück umzubringen hier. Machen wir hier mal Helene. Und ihn hier. So, noch 6 Stück. So, was machen wir hier mit Helene? Okay, wir müssen sie, glaube ich, ein bisschen vertreiben hier. Ah, Helene findet gleich das nächste Mordopfer, oder? Nee. Ich dachte, die läuft jetzt echt rüber. Ach, sie schläft. So, nehmen wir sie mal mit. Hallo, die hat zu viel getrunken. So, und schnell weg vom Opfer. Nein, doch. Doch, genau. So, jetzt müssen wir die hier, glaube ich, mal vertreiben. Ach, guck mal, da oben haben wir einen. Hallo. So, wo will der hin? So, gleich haben wir es hoffentlich geschafft. 44, 45, 46, der DJ merkt Gott sei Dank nichts und auch er bekommt die Rübe ab. Ja, erstes Level. Ja, sieht nicht schlecht aus, 11 Minuten haben wir jetzt gebraucht. Und ja, dann sehen wir uns gleich in der nächsten Runde. Aber jetzt kommt natürlich noch die Zwischenszene. You arrived at the scene after the assailant had fled, correct? A little after 3 a.m., yeah. Were you aware of his current mental state at the time, Mr. West? His mental state? His confusion. The blood dripping from his hands, like someone else was driving him forward. Yet, a bright light leading him onwards. I heard that bright light, as you so eloquently put it, was just a bunch of biker trash scumbags in search of lost souls. Guess he must have hitched a ride with them somehow. Perhaps it was when they realized that the party was already dead.
Excuse the pun. Speaking of dead, wasn't your daughter Katie at that party, Mr. West? Seeing her blood zigzagging between those bathroom tiles, it was like a sledgehammer using my stomach as a welcome mat, drowning without water. Jesus. She was so messed up that I couldn't even ID the body.